Noch eine Flasche Sekt, bitte, ja? Sofort. Wenn Herr Professor Wendel nicht zufällig meine Wohnung angemietet hätte. Hast du das wirklich verdient? Ja. Käse rüber. Das hier? Ja. Dankeschön. Willst du auch noch? Hey, was ist denn los? Du machst ein Gesicht, als hättest du heute Abend grauenhaft gespielt und das Publikum hätte dich mit faulen Eiern beworfen. Tobi ist bestimmt sauer, dass ihn heute noch niemand um ein Autogramm gebeten hat. Immerhin ist Tobi seine Berühmtheit. Ist das nicht stark? Der Freund meiner Schwester wird vielleicht noch ein Weltstar. Wahnsinn, Lehre bestimmt. Ach bitte, Herr Meisterpianist, beehren Sie mich doch mit einem Autogramm. Ihr Spiel hat mich dahin schmelzen lassen. Jetzt macht man nicht so einen Wirbel um das Ganze. Jetzt sei kein Spielverderber. Die Kleine hat schließlich stundenlang vor der Bühnenausgang auf dich gewartet. In der Kälte. Spinner. Ach, schreib doch noch bitte für Nathalie drauf. Und was machst du dann damit? Das ist mein Geheimnis. Aha. Bestimmt wie mit einem Autogramm von ihrem Julian. Jetzt bin ich aber auch neugierig. Komm, erzähl schon. Ja, okay. Also, hat mal jemand einen Lippenstift? Tobi, du bist der Einzige. Ich schreibe dir jeden Tag einen Liebesbrief und bin dir treu. Für immer. Mein Geliebter. Süß. Ich verstehe das nicht. Wieso willst du mich nicht weiter unterrichten? Zu viel Arbeit. Pias Tournee nach Australien. Ach komm, das sind doch nur vorgeschobene Gründe. War mein Vorspiel gestern doch nicht so gut? Habe ich dich irgendwie enttäuscht? Im Gegenteil. Du warst fantastisch. Was ist das dann? Was soll denn das heißen? Du schaffst es nicht. Das weißt du genau. Lass dich nicht stören. Ich wollte sowieso jetzt gehen. Bravo. Die Vorstellung war bühnenreif. Na, allerdings ein bisschen abgegriffen, wenn ich mir überlege, dass du bei mir damals dieselben Worte benutzt hast. Ich würde dich liebend gern weiter als Schüler behalten, aber ich schaffe es einfach nicht. Spar dir deinen Kommentar. War mir doch von Anfang an klar, dass du auf den kleinen Schaf bist. Schon damals in Leipzig. Von wegen Talent. Eine Spitzmaus spielt besser Klavier als der Kleine. Sag mal, hast du was an den Ohren, dass du nicht mitbekommst, dass der Junge hochbegabt ist? Ach komm. Ich finde dich widerlich, wenn du eifersüchtig bist. Wie gesagt, Tinker hat vorhin aus Japan angerufen. Hm. Ja und? Gibt's irgendwas Neues? Sie wollte mir gratulieren wegen dem Auftritt gestern. Siehst du, sogar bis nach Japan ist das schon vorgedrungen. Frederik hat recht, bald bist du weltberühmt. Tja, in dem Fall war es Mom, die für die Verbreitung meines Ruhms gesorgt hat. Hoffentlich vergisst du mich nicht, wenn du mal weltberühmt bist. Vielleicht nimmst du mich mal mit auf eine deiner Tourneen. Zum Beispiel nach Australien. Das ist nämlich mein Lieblingsland. Australien? Na echt, wenn dieser Klaviertyp dich weiter unterrichtet, schaffst du das bestimmt. Ich meine, berühmt zu werden. Ja, wenn. Ich hab ne Idee. Tobi, ich glaube, dein Laptop ist mal wieder abgestürzt. Ich kümmere mich später drum, ja? So, das bleibt jetzt hier hängen, bis es ein richtiges Poster von dir gibt. Komm, lass ihn. Na hey, vergreif dich nicht an meinen Sachen. Dann hänge ich es eben in meinem Zimmer auf, da kannst du gar nichts machen. Jetzt tu nicht so bescheiden, Nathalie hat recht. Aus dir wird bestimmt mal ein großer Star-Pianist. Star-Pianist? Ja, wirklich. Was meinst du, wie viele Leute heute Vormittag angerufen haben, als du nicht da warst? Um dir zu gratulieren, wegen gestern Abend. Wirklich? Wirklich. Und das hast du alles Wendel zu verdanken. Ohne ihn... Stimmt. Ohne ihn wäre ich ein Nichts. Aber es wird doch so bleiben. Er wird mich nämlich nicht mehr weiter unterrichten. Was? Ja, das hat er mir gestern im Wilden Mann gesagt. Aber was soll das heißen? Erst baut er dich auf und jetzt lässt er dich hängen. Ja, er hat eben viel zu tun und muss jetzt auch mal für ein paar Wochen verreisen. Na und? Du musst dich jetzt sowieso erstmal auf dein Abi konzentrieren. Aber danach packst du es wieder richtig an. Das passt doch. Wenn er aber nicht will... Dann musst du ihn eben davon überzeugen.
Ich meine, er muss doch kapieren, dass es sich jetzt lohnt, in dich zu investieren. Versuch's wenigstens.